Willkommen zurück zu Minecraft. Ja, was geht denn da hinten? Die Schafe baggen sich hier aus unserem Zaun raus. Naja, haben wir wenigstens ein paar Tiere auf der Insel. Gut, es gibt ja natürlich eine Änderung. Ihr seht es vielleicht. Das Skelett lernt, es darf nicht an den Rand gehen. Und das heißt, Minecraft 1.2.3. Was ist das? Verbuggte Türen? Geht ja mal gar nicht. Nehmen wir uns mal direkt die Axt. Da müssen wir wahrscheinlich jetzt jede Doppeltür einmal neu einbauen. Oh Gott, das wird jetzt natürlich wieder ein bisschen Frickelei. Inventar aufgeräumt habe ich auch nicht. So, jetzt sind die Türen wieder richtig. Jawohl. Hier ist alles geblieben, oder? Ja, nur so ein paar Schafe. Da hinten ist eins, da ist eins, da ist eins. Ja gut, solange wir noch welche haben, ist es nicht so schlimm. So, dann müssen wir die Türen hier doch auch alle ändern. Jawohl. Wir haben ja sonst nichts zu tun. So, und nochmal für die Leute, die immer mal wieder fragen. Minecraft kommt frei Montag bis Freitag immer ein Part am Tag. Jeden Morgen lade ich die hoch, wenn ich zur Schule fahre, damit wenn ihr aus der Schule kommt, ihr kommt ja wahrscheinlich auch so um 1 bis 2 Uhr oder noch später aus der Schule, dann kann jeder ein Part Minecraft gucken. Das ist der Sinn an der Sache. Ganz einfach eigentlich. Und am Wochenende, da ich momentan immer noch Technikprobleme habe, kommt Battlefield Bad Company 2. Eigentlich nichts Schlimmes. Und auch nicht schwer zu verstehen, was macht das Schaf da oben. Ich gucke jetzt mal eben, wie viele Schafe denn schon weg sind. Nicht, dass die nachher alle weg sind. Hier sind die drei, ist hier hinten weiter eins. Hier ist der Schokokeks-Gedenkstein. Da ist ein Schwein, das ist, glaube ich, auch entkommen. Ein Huhn. Ich höre einen Zombie. Oh, hier drin wahrscheinlich. Hallo, was macht ihr denn hier? Und Zombies sind ja jetzt auch intelligent geworden. Trotzdem greift er mich nicht an, okay. Achso, weil er nicht ins Licht kommt. Kommt er jetzt nicht ins Licht? Doch. Oh, keine Ahnung, was das jetzt heißt. Oh, hier ist eine dunkle Höhle. Wir können ja hier mal eben ausleuchten. Hallo? Wow, Skelett. Ist hier irgendwas? Also mit irgendwas meine ich was, was uns was bringt. Wow, was machst du denn hier? Haben die ein besseres Skillsystem jetzt? Treffen die besser? Das wäre natürlich ganz schlecht. Wir bauen hier mal eben die Kohle ab. Ich guck mal mit so einem halben Auge schon mal nach links. Oh, da ist die Spinne schon. Spinne, stirb. So, das Lied nervt ein wenig, deswegen mal eben was anderes. So, das ist auf jeden Fall besser zum Reden. Was wollte ich denn noch sagen? Aufnahme jetzt gerade angefangen und schon weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Doch, heute Morgen 146 Abonnenten. Wow, Creeper. War richtig froh, stolz, zufrieden. Alles, was man sich da so denken kann. War wieder ein... Wow. Wir spielen übrigens immer noch auf Easy. Also scheinbar... Wow, killt euch gegenseitig. Moment, jetzt killen sie sich gegenseitig. Jetzt müssen wir nochmal draufhauen. Ja, gut. Das Eisen nehme ich dann mal mit. Ich weiß, ihr seht nichts. Ich sehe gerade auch nichts. Also ich bin ja auch nur eben so in der Ecke. So, und jetzt hauen wir ganz schnell wieder ab. Komm, nimm dir das Eisen und gut ist. Mal eben wieder gucken. Alles clean soweit. So, dann zurück zum Haus. Hier wollte ich doch eigentlich gar nicht rein. Mal eben auf dem Weg eine Melone reinziehen. So, yam, yam, yam. Lecker Melone. Und bald können wir ja auch bestimmt mal ein paar Schweine killen. Dann können wir auch mal ein bisschen Fleisch wieder zu uns nehmen. Ja, hier sind wieder die paar Schafe. Oh, warum habe ich ein Feuerzeug? Ach, wegen dem Nether. Ganz genau. In den Nether werden wir gleich auch gehen. Bin mal gespannt. Natürlich nicht mit dem ganzen Inventar, weil das wäre mir zu riskant. Hier muss zu, damit da nichts passiert. Kommt zu. Da könnten wir eigentlich auch mal zumachen. Und bald werden wir auch ein neues Projekt bauen hier drin. Also ein neues Gebäude. Und zwar einen Turm. Wo der hinkommt, weiß ich noch nicht ganz sicher. Aber ich weiß, er kommt hier irgendwo hin. Und jetzt wird mal eben einsortiert. Da müsste er jetzt leider mal bei sein. Sonst schneide ich es ja bewusst raus.
Ach ja, und für mein Projekt kann ich eigentlich, Moment, das mache ich dann eben anders. Das Eisen kommt jetzt hier rein, das können wir später brauchen. Und jetzt muss ein bisschen was gemacht werden. Und zwar erstmal vielleicht den Scheiß wegräumen. Dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Ich räume hier den Mist weg. Und danach gehen wir in den Nether. So, und wie heißt es? Was wollte ich denn jetzt sagen? Nicht reden und dabei überlegen. Das ist nie gut. Also während wir in den Nether gehen, schmeißen wir die Öfen an, denn ich brauche für das, was ich vorhabe, ziemlich viel Cleanstone, beziehungsweise nicht Cleanstone, sondern diese, Bricks, die wir auch oben in der Küche verwendet haben. Den Cleanstone können wir mal direkt, wo wir dabei sind, zu den Dingern umbauen. Also das wird jetzt schon kostspielig, das, was ich vorhabe, aber es lohnt sich am Ende hoffentlich. So, dann haben wir da jetzt ordentlich was davon. Und jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Stacks passen gar nicht. Kann ich mal manchmal 4 wieder weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Eh, viel zu viel. Gut. So, dann mal das da rein. Was habe ich denn hier veranstaltet? So, 64 und 8. So, nochmal 64. Das werden wir alles brauchen für den Turm. Der Turm soll auch nicht so mickrig werden. Natürlich, man kann ihn immer noch höher ziehen, aber erstmal jetzt so, wie ich ihn jetzt mir vorstelle. Da ist sogar noch was Eisen drin. Das nehmen wir dann mal direkt raus. So. Und an euren Kommentaren kann ich sehen, dass euch die Minecraft-Let's Plays sehr gut gefallen. Auch wenn ich jetzt letztens ein paar heftige Cut-Fehler drin hatte. Dafür nochmal Entschuldigung. Das ist natürlich nicht extra. So, dann die Kohle wieder einräumen. So. Den Rest Cobblestone brauche ich jetzt erstmal. Na doch, ich nehme mal so viel mit. Gut, aus den Schaufeln könnten wir eigentlich mal wieder bessere Schaufeln machen. Und da ich keinen Bock habe, die halb kaputte, nehme ich mir lieber eine ganze mit. So, das Portal müssen wir natürlich theoretisch wieder aufbauen. Deswegen nehmen wir das Feuerzeug mit. Trapdoor und Stick können hier rein. Da haben wir noch mehr von den Trapdoors. Flower, ja, das kann erstmal hier irgendwo. Wo kommen Flowers rein? Packen wir sie so lange da rein. Fackeln haben wir natürlich auch keine mehr. Das ist einfach eine Sache, wo ich nie dran denke, Fackeln. Und dieses Holz hier, ihr seht, das werden wir bald alles brauchen, leider. So, Sticks kann man nie genug haben. So, Sticks wieder in die Truhe rein. So, was haben wir denn jetzt? 64 Fackeln. Die 12 lassen wir mal da, wo sie sind. Glas wollte ich so eine Handvoll mitnehmen. Ich weiß nicht mehr, ob Scheiben oder Blöcke, deswegen, ne? Und dann gehen wir doch jetzt mal mit unseren 22 Leben und dem fast kaputten Schwert. Das sind natürlich gute Aussichten, deswegen machen wir besser nochmal eins. Oder direkt zwei. Wir haben es ja hier dicke. 1, 2, so, Schwert. So, das packe ich, glaube ich, auch direkt unten in die Leiste rein. Das können wir später zerschrotten. So mache ich das vielleicht am besten. So, dann gehen wir jetzt in den Nether. 26 Cobblestone müssten reichen. So, und ab die Post. Down, 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 deep down in the earth. Komm, nach unten hier. Die Fackeln müssen wir natürlich auch noch anordnen. Ich hoffe, hier unten ist nichts. Ja, hier ist nichts. Ich würde hier gerne mal doch noch ein paar Fackeln ansetzen. Nicht, dass hier was spawnt irgendwann. Ist das sonst hell genug? Ja. Okay. Bis zum nächsten Mal auf der anderen Seite. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Nether! Wow. Jetzt muss die Hölle gerade mal geladen werden. So, hier machen wir das Glas mal wieder zu. Wo war der Gast gerade? Ich habe doch hier gerade einen Gast gehört. Ihr hört den doch auch. Moment, wir wechseln mal eben. Moment. Moment. So, das passt eindeutig besser. Jetzt sind wir im Nether, jetzt braucht man ein bisschen andere Musik. So, mal ein bisschen den Eingangsbereich ändern. Boah, fuck you. Wow! Sollen wir es wirklich wagen? Wow. So, jetzt ist der kleine Mann doch hinter dem Berg.
so lauf. Wow! Das kleine Ding schießt auf uns. So, deswegen verstecke ich mich hier mal direkt unten drunter. Oh, wir sind so im Arsch, wenn uns das Ding sieht. Wow, noch ein zweites. Alter Verwalter. Komm mal klar. Kann man die Dinger eigentlich wirklich zurückschießen? Moment, kann man nicht? Moment, das muss mal eben alles aus. Bin ich jetzt hier mal für eine Sekunde sicher? Ich hätte gern den Glowstone. So, mal eben einsammeln. Die erste Beute. Glowstone, jawohl. Wow, kommt der Gast wieder. Natürlich. Boah, die Musik passt aber gerade richtig gut. So, hier baue ich mir jetzt erstmal so eine kleine Schutzmauer hin. Und jetzt baue ich die Scheiße ab. Natürlich, wenn jetzt ein Gas aus der anderen Richtung kommt, bin ich genauso im Arsch. So, und jetzt reiße ich den ganzen Driss hier wieder ab. Es ging mir ja nur um den Glowstone, denn es gibt jetzt im neuen Patch Glowstone-Lampen, die man mit einem Schalter an- und ausmachen kann. Die sind natürlich ideal für ein Haus. So, haben wir alles hier an Glowstone abgeerntet. Da lag noch eins. Ja, da oben, aber da gehen wir jetzt sicherlich nicht hin. Wie viel haben wir denn da? 48 Glowstone Dust. Das ist doch schon mal was.